bist ja im Moment geschützt, da muss ich mir keine großen Gedanken machen, dass da jemand kommt und klauen schnell. Wir müssen reden. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Wegen etwas an... Nee. Bin gleich zurück. Keine neuen Infos. Da vielleicht irgendwas? Wieso stehen da auch die Rabenspitze? Rabenspitze. Rabenspitze. Verdammt, irgendwo muss es hier doch etwas geben. Vielleicht in einem der anderen Regale. Ach so, okay. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lange, als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Feenvolk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. Vielleicht finde ich hier noch etwas zur Harfe des Seers. Spar dir die Mühe. Ich habe das ganze Regal durchwühlt. Magistra Dorota hat nichts weiter hinterlassen. Ah, sieh an. Um dich vorm Zauber der Feen zu schützen, male ein Schweinsköpflein an deine Tür. Hätte ich das nur früher gewusst. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Ja gut, und ich kann mir drauf ansprechen. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Mathematik. Viele Krähen ergeben einen Schwarm. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Rabenspitze. Rabenspitze. Hier steht etwas von einer alten Schlacht bei der Burg Rabenspitze. Aber kein Wort davon, wo diese Burg liegt. Rabenspitze. Rabenspitze. Hier, der Berg Rabenspitze im Steineichenwald. Und auf dieser Seite hat Magistra Dorota den Weg zur Zauberharfe aufgezeichnet. Hervorragend. Okay, das wussten wir alle schon. Das ist nichts Neues. Jawohl, vielleicht können wir den Knecht nochmal ansprechen. Jetzt, wo wir das Ding doch gelöst haben. Wo finde ich das Artefakt des Seers? Der Ralf, er will ihn. Eos causa discimus, Eos causa discimus. Okay, nee, der hat wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Nee. Aber was steht da nochmal? Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird. Ja, okay, das bringt uns aber auch nicht weiter. Tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Der hölzerne Reif des Seers, die Magie. Okay, ich denke, ich habe hier soweit alles abgegrast, was irgendwie helfen könnte oder Informationen geben könnte. Ich denke, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wir wieder einfach alles ausprobieren müssen. Wir haben eine Tafel. Vielleicht kann man das Ding einfach so mit allen möglichen Müll befüllen, bis das so voll ist, dass es überquillt und wieder was rausfällt. Okay, das funktioniert nicht.
Gut. Was habe ich auch erwartet? Der Krug passt nicht einmal durch eine der Öffnungen. Moment, aber hier kommen wir der Sache schon näher. Da kommen, das kompliziert er wenigstens. Ah! Bei den anderen Sachen sagt er nämlich nichts. Ah! Also ist die Idee von mir vielleicht gar nicht schlecht, dass ich das Ding mit Müll befüllen soll, bis es so voll ist, dass was wieder rausfällt. Weil reinfassen kann man ja nicht. Aber wenn was von innen rausblumst, weil das Ding einfach voll ist. Ah ja, dann, das wenn der Tonkrug wahnsinnig so groß ist, aber dass die Lösung sein könnte, da können wir Abhilfe verschaffen. Um der alten Zeiten willen. Wenn ich sie einfach hineinfallen lasse. Ach, guck mal. Die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Ja. Das ist jetzt aber auch nicht das Rätsels Lösung. Jetzt ist zwar der Krempel da drin, aber es ist nicht so voll, dass das rausfällt. Der ist genau in der Mitte und von den Scherben umgeben. Und wenn wir den Krug jetzt wieder ganz machen, ist der Reif drin. Ach, guck mal an, aber hier die Öffnung guckt raus. Kann man den jetzt rausnehmen? Wenn ich jetzt oben durch den Krug greife. Au, verflucht! Nein, so nicht. Ja, aber wir sind schon mal deutlich weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt weitergehen soll. Aber wir könnten aber den Wein reinfüllen. Dann schwimmt der, ist ja aus Holz, der Reif. Der schwimmt ja dann oben im Wein und dann fällt er oben raus. Das Artefakt ist aus Holz. Wenn ich den Krug mit Wein auffülle, wird er nach oben geschwemmt. Ach. Von hier aus komme ich nicht ran. Da kommt zur gleichen, aber auf die gleiche Idee wie ich. Und das ist auch... Das sind so Momente, da sitze ich auf dem Computer und denke, ach, ich bin so klug. Aber wie kriege ich den Wein da rein? Was hatte der über die Mütze gesagt? Habe nie verstanden, warum sich Zauberer freiwillig diese unförmigen Trichter auf den Kopf setzen. Trichter? Das hatte ich in Erinnerung. Trichter, sagt er. Wenn man den Magierhut oben drauf setzen könnte wie ein Trichter und dann den verwenden. Ja. Normalerweise müsste aber den Wein doch eigentlich einfach aufsaugen. Weil du hast das ja Material dran. Ist das Leder? Ja, aber die Spitze, oder? Au! Also erstmal nicht. Ja, so oder so, die Spitze muss ab. Sonst kann man ja nicht als Trichter verwenden. Wenn es schon trichterförmig ist, warum nicht einen richtigen Trichter daraus machen? Aha! Schon viel besser. Kommt das Spiel auf die gleiche Idee wie ich. Also gut, das Spiel hat mir das ja auch sehr deutlich als Hinweis gegeben mit dem Trichter für... Ja, ich würde jetzt ja nicht auf die Idee kommen und sagen, der ist trichterförmig, so ein Zaubererhut. Das... Okay. Und jetzt? Au! Verflucht! Der muss irgendeinen Sinn... Er hängt genau über dem magischen Käfig. Ordnung muss sein. Der muss ja irgendeinen Sinn erfüllen. Sonst wäre der ja nicht interagierbar, sonst wäre der ja nur Deko. Probieren wir es so einfach. Mehr als nicht funktionieren... Ach, guck mal, da oben ist nochmal so ein kleinerer Reif. Den hatte ich gar nicht gesehen, ich hatte nur den großen. Ah, das ist natürlich nicht schlecht, weil das könnte passen. Ach, ein guck an. Trichterhut. Guck an!
Klimm, Damen. Also, das ist so ein Moment mit dem Zaubererhut, der erinnert mich das total an die Discworld Adventures. Oh, die muss ich euch so dringend auch mal zeigen. Aber wir sind ja mittlerweile bei D. Ja? Wobei, ich muss mal mein Steam checken. Ich habe so viele neue Spiele. Es kann sein, dass ich erst nochmal von vorne quasi nochmal anfangen muss mit Zahl A, B, C, bis ich wieder zu D komme. Aber sobald ich wieder bei D bin, müssen wir unbedingt die Discworld spielen. Unbedingt. Wenn, oder habe ich die schon im Archiv? Nee, ich glaube nicht, oder? Es wird auf jeden Fall Zeit. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Schön, das haben wir hingekriegt. Mit diesem Artefakt ist der Seher also den Flammen entkommen. Und jetzt ist sein Geist im Körper des Raben. Ja, dann gehen wir mal zu dem anderen Nasebär und befragen ihn dazu. Ich nehme an, dass wir jetzt zu der Rabenspitze reisen müssen. Das wäre ja so ja, das erschließt sich ja irgendwie aus den Hinweisen, die wir es jetzt gekriegt haben. Sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht mit der Rabenspitze, mit dem Quinling sein Gedöns. Wir müssen reden. Schau, Giacomo. Der Reif des Seers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort? Löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Allerdings... Hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht. Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Was genau kann als Fokus dienen? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Wegen etwas anderem. Bin gleich zurück. Naja, dann schlagen wir es einfach nach. Gibt es doch bestimmt einen Hinweis zu diesem Gedöns. Die auf... Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren droht der Wand, solang auch man nur... Ja, aber das wussten wir doch alle schon. Verdammt, vielleicht eine... Wir müssen reden. Was wisst ihr... Was genau... Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Bitte. Tja, jedes Wesen darin mit machtvoller Magie... Also will der Seher das Artefakt... Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Noch ist der Seher im Rab. Wie hat Quinling immer ge... Warte, da... Wieso? Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen... Wem erzählt? Aber wir sind keines... Was genau... Es bedarf... Das riecht die... Wegen etwas an... Bin gleich zurück. Nicht ein... Also irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich jetzt zur Rabenspitze reisen. Soweit habe ich das, glaube ich, schon verstanden. Weil da ist ja die Harfe. Und wir wollen den Reif als Köder nehmen. Hm? Mit diesem Artefakt und jetzt ist sein... Wir müssen reden. Was wisst ihr? Was genau? Ah, warte mal. Hä? Ist das neu? Oder habe ich das gerade eben nicht bloß nicht gesehen? Wäre es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser?
Wieso fragst du? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Sehers blieb ihnen verborgen. In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Seele tauschte. Versuche dich daran zu erinnern. Es lautete Corvus. Formidable. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Ja, Corvus ist lateinisch für Rabi. Welches Zauberwort sollen wir nehmen? Es sollte nicht zu persönlich sein, sonst wird der Seher es durchschauen. Es darf nicht zu kompliziert sein, damit wir es selbst nicht vergessen. Am besten etwas, das leicht von den Lippen geht, aber der Seher nicht von dir erwartet. Wie wäre es mit Satinaf? Eine sehr gute Wahl. Satinaf soll es sein. Okay, und jetzt? Was wisst ihr über diese... Was genau Bin gleich zurück. Und jetzt? Mit diesem Artefakt... Und jetzt ist Zeit... Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich diese... Wichtig ist ein Fokus. Wir müssen reden. Ah, okay. Ich bin bereit, zur Rabenspitze zu ziehen und Nori zu befreien. Den Raben ködere ich mit dem Artefakt, das er so begehrt. Dann töte ich ihn und fliehe mit Nori. Ich weiß nicht, Geron. Sicher, ohne das neue Zauberwort, wie willst du ihm eine Falle stellen? Er ist ein Rabe. Ich bin Vogelfänger. Ich lasse mir schon etwas einfallen. Dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Dann heißt es wohl, Abschied nehmen. Mögen die Sterne der Welten und alles Feenglück mit dir sein. Lebt wohl. Lebt wohl. Und halte dich von den Saiten der Harfe fern. Sie zu berühren zersprengt den menschlichen Geist. Danke für eure Hilfe, Giacomo. Cool. Abgeschlossen der Bereich. Das müsst ihr jetzt lassen. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Auch ihre eigenen. Doch Gerons Zeit war beinahe verronnen. Schicksal, Vorsehung, Untergang. All das kümmerte ihn jetzt nicht mehr. Das Ende seiner Reise lag vor ihm.